meine Damen und Herren, es geht weiter mit zum Thema RS Cool Dry. Jetzt machen wir so ein bisschen Primer drauf. Ich würde das jedem empfehlen, weil ich habe festgestellt, die Teile haften oder kleben nicht so sehr wie mit Primer. Dann trocknen lassen ein bisschen und dann machst du Sikaflex rein. Und dann hält das auch bei 300. Ja. Also man unterschätzt die Kraft von Sikaflex. Kein Scherz. Also Sikaflex ist echt Hardcore. Ja. Zeug. Man verklebt auch die Windschutzscheiben damit. Ne? Ich mache da ganz wenig von dem Zeug drauf, von dem Primer, damit das schneller trocknet. Weiter geht's. Jetzt machen wir die Klebebänder ab. So, ist alles schön trocken. Am besten 24 Stunden trocknen lassen. Dann ist das eigentlich nach 3 Stunden schon trocken, aber ich sage immer 24 Stunden trocknen lassen. Dann wird schon picobello. Wie gesagt, viele denken, warum benutzen die Klebebänder, nicht die Saugknöpfe. Aber ich sage das nochmal. Es gibt Werkstätte, die sagen, hey, das ist nicht professionell mit Klebeband. Gut, ich arbeite dann lieber weniger professionell. Dafür ist das gut, als wenn ich professionell mit so Saugknöpfen, was das ist, das arbeite. Und das Ergebnis ist schlechter. Mal check. Seid das welche? Au! Ich hab Gewicht gekriegt. Guck mal, wie cool ich bin. Audi. Tja. Oh, Sascha, ich glaube, du musst mir helfen. Ja. Kannst du mir das abmachen? Die Folie. Wäre echt gut. So schön anpressen. Ne? Schwarzen Auto ist sehr doof zu sehen. Ich fixiere nur mit ein paar. Tja, fertig. Gut. Meine Damen und Herren, jetzt nehmen wir einen Zollstock. Gut aus. Jesus. Die Felsen sind voll drin. Nehmen wir, ich sag mal, 22er Distanzscheiben. Spaß. Ich hab's reingetan. Fuffi? 50er. Ist ja nix. Ist ja gar nix. Und vorne 35, 30. Ah. 2000 Jahre später. Ich finde das echt doof, wenn man die Räder abmacht und die Felge sich schon quasi, ja, da sind noch 2 Schrauben drin und die ist schon locker. Muss dann wirklich hier ein bisschen hier gucken, zaubern. Guck mal, die fällt schon was unter, die Felge. Das finde ich doof, wenn das Auto angehoben ist auf der Bühne. Ja. Zack. Das ist dann Scheibe. Das ist die Standscheibe für hinten. Wunderbar, 2 drin. Guck mal. Das ist so eine. Da machen wir noch einen Reifen drüber. Guck mal, schön Schläufchen. Ja, was gut ist bei H&R, wenn wir das heute bestellen, haben wir es morgen da. Ja, das ist super. Zu 99%. Das ist das Gute. Ne? Also, wir machen das fertig. Dann haben wir alles fertig. Und dann brauchen wir ganz dringend diese Sandscheiben zum Beispiel. Ne? Dann ist ratzfatz alles fertig. Handfest reicht? Ja, ne? Du fährst Probe.
Ist natürlich alleine ein bisschen doof, ne? Mit der Felge. Ja. So sieht's aus. Aber einer muss ja filmen, ne? Ja, klar, immer die Ausreden, ne? Guck mal. Ha? Hm? Bisschen noch ein drin, ne? Oder meinst du, komm, das hat so ein bisschen noch raus. Ups. Das ist 3,60 Meter hier. Ja, doch, ist schon in Ordnung. Meinst du? Das werden wir gleich sehen. Ja. Wenn nicht, nehmen wir noch die kleinen, packen die auch noch drauf. Guck mal, da kommt. Da kommt da. Mein kleines Mädchen. Mein kleines Mädchen. Mein kleines Mädchen, mein kleines Mädchen. Baby, die Sandscheiben. Nein, Spaß. Hör mal, ich bin voll aus dem Puster beim Räderwechsel. Ich habe schon lange, ja, ich habe schon lange keine Werkstatt gemacht, ne? Früher habe ich selber geschraubt. Jetzt in den letzten Jahren ist das sehr, sehr, sehr selten geworden, ne? Essen ist da. Ich hätte gedacht, das wäre der Paketzusteller. Ja, der Dennis. Ja. Der Dennis. Das Gute ist, bei dem Bodykit, die Lippe zum Beispiel kann man einzeln verbauen. Das Wildbody kann man auch einzeln verbauen, ohne der Lippe. Ja, ja, cool. Wenn das vielleicht nicht gefällt. Auch die Seitenschale kann man einzeln verbauen. Hm? Anders, meine Freunde der Sonne. Tschüss. Nee, zu wenig. Wir brauchen sowieso andere Räder für das Auto. Ja, definitiv. Mal gucken, vielleicht fahren wir damit zum GP. Die haben immer Felgen auf Lager. Drauf montieren, gucken optisch. Weil ich finde die nicht schlecht. Nur. Welche? Die? Vorne hinten kann noch was, ne? Hm. Steht schon mal gut da, aber... Ja, das ist so mit Winterreifen. Hier müssen wir die ganze Heizung ausbauen. Bei dem Ford Transporter von uns. Weil wir den Twizy nach Monaco gefahren haben. Und da hat nicht reingepasst. Müssen wir die ganze Heizung hier hinten ausbauen. War echt Katastrophe. Ja, Zentimeter, einen halben. Ja, Zentimeter vielleicht. Ja, hier auch. Also man muss der 60er und 135? 35. 45 machen. Damit das bündig ist. Aber ich finde das für den Winter sieht gut aus. Jetzt ist eh Winter. Genau. Ja? Dann kommen wir vielleicht, weißt du was? Das Gute ist, meine Wildbody Kits, kannst du jetzt richtig dicke Schlappen drauf machen. Oder schön konkave Felgen. Ja, aber dieses konkav kannst du nur viel machen, wenn du viel Platz hast. Oder kleine ET hast. Mit kleiner ET machst du schmalere Felgen und dann machst du quasi, hast du so eine Schüssel. Das sieht gut aus. So, einmal waschen. Klebereste und so weiter. Ne? Einmal waschen, aufpolieren, schöne Bilder machen, dann bist du zuständig, dieser Schnapp. Das Projekt ist abgeschlossen und ja, wir machen nur noch jetzt für Winter behalten wir die Felgen. Mhm. Ja? Und für Sommer machen wir ein paar Rotiformfelgen drauf und dann sieht er auch ganz anders aus. So, auf jeden Fall vielen Dank für an alle, die hier bei dem Projekt mitgemacht haben. Audi Zentrum Krefeld, Tölke und Fischer. JP war mitbeteiligt hier an dem Projekt. So ein bisschen ja, an die Lackiererei in Duisburg, die das lackiert hat. Und. An H&R für die Sandscheiben und so weiter und so fort. Wir haben nicht geschafft, ein paar schöne Räder einzubauen,
der ist verkauft worden. Den haben wir gerade zugelassen, vor drei Tagen. Komm mal, die Zulassung ist schon verkauft. So funktioniert es bei uns. Wir werden auf jeden Fall einen weiteren RSQ3 umbauen. Was wir gemacht haben, ist die Frontspoilerlampe. Ja? Die Verbreiterung hier, das geht ja komplett, das ist alles hier. Mhm. Die Verbreiterung hier, Vorderachse. Hier haben wir die Seitenschaller. Dann haben wir die Verbreiterung Hinterachse. Und das sind so ein bisschen so große Teile hier. Wir gehen bis hier, die komplette Verbreiterung. Ne? Den Heckklappenspoiler. Am Diffusor haben wir nichts gemacht, weil ich finde, Audi hat da wirklich, beziehungsweise die Audi-Designer, haben da an dem Heckdiffusor klasse Arbeit geleistet. Ja? Was soll ich in dem Diffusor ändern, der top ist? Ja? Ich kann es nur schlechter machen, leider. Hm. Ja, also muss ich wirklich Audi-Designer loben. Und ich glaube, ich habe da keine Chance, den Diffusor schöner zu machen. Ich kann es probieren, aber ich habe schon ein bisschen probiert nach links, nach rechts, aber hat nie funktioniert. Also hat mir nie gefallen, so sehr wie die Originale, deswegen haben wir dann gelassen. Ja, vielen Dank, ich fahre jetzt raus. Tschüss. Was ein Anblick, ne? Was ein Anblick. Sehr schön. Guck mal, die Rückleuchten. Die Rückleuchten.